nächste Gebiet bekommen. Nice. Nice, 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 nice. Lass uns mal gucken, dass wir die irgendwie abfangen. Plünderer an der Grenze, mein Lord. An welcher Grenze? Ich sehe keine Plünderer. An welcher Grenze? Wo sind die Plünderer? Ich sehe actually keine Plünderer. Ah, gerade aufgelöst. Okay. Nice. Na, wir können noch hier hingehen. Nice. Das ist ein Kampf, den ich hier gerne mitnehme. 94%. Du hast... Ist das ein... Ja, die besitzen das hier, haben sie besetzt, ne? Da. Dann gehen wir nach hier hin. Ist das eigentlich ein Ziel bei dem Spiel? Oder einfach, solange man will, abschlachten? Ziel, es kommt ein bisschen sehr hart drauf an. Du kannst es super unterschiedlich spielen, je nachdem, worauf du selber irgendwie Bock hast. Von, ich möchte möglichst gut. Hi, Magge. Aua. Danke dir. Hi. Aua! Gott, warum denn nur meine Ohren, ey? Das Geile ist ja, das Schöne ist ja, ich hab bei euch, ihr habt sogar noch einen Dämpfer drin. Ihr habt einen Dämpfer da drin. Ich nicht. Bei mir kommt das durch. Also so komplett. Also bei euch ist irgendwie minus 6,5 Dezibel nochmal drin. Was nicht mega viel ist, aber zumindest etwas. Aber bei mir knallt das direkt in die Ohren. Also, es gibt super viele verschiedene Ziele, die du machen kannst. Unser Ziel ist momentan irgendwie relativ groß werden, warum auch immer. Aber du kannst dir halt auch das Ziel setzen, irgendwie eine richtig krasse Dynastie zu haben, wo du die ganze Zeit irgendwie deine... Das macht täglich angespielt tatsächlich ganz gerne. Wo du im Prinzip am Ende des Tages nur noch deine Geschwister miteinander verheiratest und eine richtig krasse Erblinie hast und dein Stammbaum einfach nur ein Kreis ist. Das weiß ich von ihm, dass er das ganz gerne macht. Ich bin jemand, der ganz gerne viel Krieg führt, so. Und es gibt halt durchaus das Circle of Life, so genau. Also da gibt's super unterschiedliche Möglichkeiten, wie du spielen kannst. Das ist super entspannt. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Aber macht natürlich auch, ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Je nachdem, was halt so deine Ziele sind. Je nachdem kannst du dann dich für was anderes entscheiden. Die Mühen waren es wert, Alter, so cool. Wenn wir nicht Best Friends sind jetzt, ne? Mein eigener Bruder. Anstrengender Mensch. Kennst du das, wenn dein eigener Bruder richtig anstrengend ist? Also ich kenne das nicht, weil ich keinen Bruder habe, aber meine Schwester kennt das. Steht ihr? Weil, naja, ihr versteht schon. So, dann bekommt unser Sohnemann hier auch mal eins. Du bist dein eigener Vater? was meinst du? Dankeschön, endlich. Oh, Gott sei Dank, ey. Ah, Bugnova. So, Großmähren hatten wir uns noch als Ziel gesetzt. Ihr verliert gerade irgendeinen Krieg. Zwei Kriege verliert ihr gerade. Und ihr kriegt noch einen dritten direkt dazu. Nitra oder lieber Ungar. Also Ungarn quasi. Nitra finde ich eigentlich ganz geil. Wow, 100 bringt die. Also er ist selber im Gefängnis und sagt, ey, lass mal irgendwie meine Tochter frei. Das ist nicht mal meine Tochter. Wer bist du? Doch, Tochter. Lass mal meine Tochter frei für 100, anstatt sich selber rauszukaufen. Das ist doch süß. Das nehme ich an. Das darfst du. So. Jetzt nochmal erklären. Fragt mich nicht. Täglich angespielt macht das. Nicht ich. Täglich. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren unzüchtig vor irgendwie 3 Jahren.
und waren Ehebrecher und haben 800 Gold dafür bezahlt. Und jetzt können wir für 20 Meinungen 400 Gold für ihr zurückbekommen. Das ist schon funny. Wir können Urhäuptlingstum übernehmen. Das finde ich gut. Das machen wir. Können rechtmäßige Herrscher übertragen. An ihn. Ihr seid ja eh alle im Gefängnis. Es ist so geil, wie die alle im Gefängnis bei mir sind. Es ist so witzig. Es ist actually witzig. Fühllos, lüstern, tapfer, sprunghaft, nee. Ruhig wäre schon was. Ich ganz gern wie ein treuherziges. Was ist denn treuherzig für ein Zeichen? Weiß das einer? Keusch, geduldig, fleißig. Hier von mir aus, du. Schnapp dir mal die beiden Dinger plus das Häuptlingstum dazu. Wo ist das? Schnapp dir mal das ganze Häuptlingstum. Viel Spaß. Und lass uns direkt Freunde werden. Komm, wir werden auch Freunde. Nice. Das erklärt einiges. Null. Lululululul. So, Großmeeren. Krieg erklären. Wir nehmen Nitra. Wo sind denn meine Freunde? Habe ich den Truppen ausgehoben beim letzten Mal? Bin ich blind? Mehr Flaggenpolitik. Nee. Die Prüfung, wo ich richtig am Bangen war, habe ich eben mit 1,7 zurückbekommen. Kappa. Ist ja nice. GZ, Alter. GZ. Glückwunsch, freut mich. So, muss ich jetzt einen Besen suchen. Warum hast du gesagt, du frisst einen Besen danach? Nur 1,7, Alter. Immer nicht so frech. MB ist immer nicht so gemein. Mistakes hat das sehr gut gemacht. Fühlen sie sich über den Kopf getätschelt. Wir sind eigentlich schon bei minus 16%. Weil uns die Besitztümer nicht gehören, oder was? Wir starten hier und dann versuchen wir unser eigenes Land hier zu erobern. Ich ganz gut und sinnvoll. Lol. Ja, dann geht ihr noch nach da hin. Ah, ihr habt natürlich die Onaga am Start. Man kennt es. Nitra wird belagert. Ja, aber Nitra soll doch mir gehören. Wer ist das? Irgendeiner. Von mir aus. Komm rein. Werd frei, mein Kleiner. Werd frei. Respekt und Bewunderung. Wir können wieder den ganzen Quatsch machen. Wir sind eh bei 100%. Also finde ich Prestige für uns immer geiler. 20 Tage noch. Dann sollten wir hier einfach einmal feste drauf. Auseinandergelebt. Ach, denk doch an die schönen Zeiten, mein Freund. Denk doch an die schönen Zeiten. Über die Hälfte vom Kurs ist durchgefallen. Oh Gott. Hoch. Hoch. Offenbar, was? Ein Geheimnis. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, dies unanfechtbar zu beweisen, hat Aymar de Guéret, ein Adliger aus Dalmatien, Beweise vorgelegt, dass Mihovil nicht der Sohn jener Person ist, die man bislang für ihren Vater hielt. Herzog Miroslav, Gemahl von meiner Vasallin, Herzogin Mudari. Das sind halt alles Namen, ne? Also wirklich, ich habe keine Ahnung, wer ihr alle seid. Jemand anderes ist für diese Zeugung verantwortlich. Niemand anders als er. Ich keine Schuld, doch er könnte möglicherweise am meisten darunter leiden. Aymar und Herzogin Madura hingegen. Mir fehlen die Worte. Wow. So. Und dann gehen wir mal zur Baronie hier durch. Das ging jetzt ein bisschen einfacher als erwartet. Wollen wir mal hier ein bisschen was belagern. Soziale Manipulation. Schrecken brauchen wir gerade nicht. Wir könnten ein Druckmittel erhalten. Was bist du für eine Persönlichkeit? Keusch, ehrlich und tapfer.
machen wir das. Alter. Das sieht immer so viel. Botschaft, ne? Spracherwerb, Komplott. Jedes Bündnis gewährt plus 1. Au. Plus 18, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Anfreunden, Brücken schlagen. Doppelte Anstrengung. Na, brauchen wir auch nicht. Wir schaffen das in 2 Monaten schon alleine. Gott unterstützen finde ich gut. Heimliche Angelegenheiten finde ich auch gut. Okay. Eieiei, slowenische Mischkultur. Das finde ich auch gut. Oh, sie haben ein neues Bündnis geschlossen. Genialer Plan. Halt, Zuwachs von Entwicklung. Finde ich gut. Sehr schön. So, Königin Emma tritt bei. Das ist Bayern, oder? Ja, das ist Bayern. Königin Emma. Königin Emma war mal 3. Also die ist irgendwie mit 3 Jahren, wurde die Königin. Und ist jetzt 51 und ist sie immer noch am Start. Was ist sie denn hier? Flagge Land, reuevoll, aber auch eine Logistikerin und erlaucht. Interessant. So, da einmal. Frage ist, mit wie vielen Leuten kommt Bayern? 6000 im Zweifel, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sollten also versuchen, nicht gegen die zu fighten. Wie Prozent haben wir, was das angeht? Wir sind beim Höchstwert, also ist das egal. Wir können umdrehen. Hast du die Arme gesehen? Natürlich Lauch. Daher auch erlaucht. Wieso? So schlimm sind die Arme jetzt nicht bei ihr. Oh ja, da kommt sie. Eieiei. Nervig natürlich. Wie lange braucht ihr hier noch? Belagerung 6 Monate. Das sind 6000 Leute, ne? 300 noch nicht ausgehoben. Die könnten wir auch noch ausheben. Lass uns noch mal 300 Mann mit ausheben. Da zählt jetzt jeder. 6400 gegen, ja, ca. 7000, wenn die hier noch am Start sind. Mal zu deinen Freunden hier. Gehen wir mal alle zur Belagerung hier. Abbrechen und loslaufen. Und es fehlten 4 Aufgebote, Freunde. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, jetzt ist die Frage, wer ist stärker, ne? Es kommen erst wahrscheinlich irgendwie 2000 Mann an. Direkt durch. 6400 gegen 6800. Es kommt sehr darauf an, wie stark die sind. Da geht der Kampf los. Wir starten mit 6800 gegen 4000 irgendwas, aber da kommen sie auch schnell hinterher. Gleich viele fliehen. Und gleich viele fliehen, ist das gut für uns. Oh, wäre schön, wenn wir vor denen da sind. 6 Tage noch. Oh, die sind, glaube ich, gleichzeitig gekommen. Minus 10, das tut weh. Das heißt, wir verlieren wahrscheinlich. Das ist so close. 5 Leute. Das ist close. Das ist nicht close, wir verlieren, oder? Das ist so close. Ah, wir verlieren, schade. No! Wir verlieren. Ganz, ganz knapp. Bauchi, Bauchi. Falscher Befehlshaber, meinst du? 7 Anführer. Schon nicht schlecht. Hätten wir noch einen besseren gehabt? Befehlshaber. Also die Armee zieht sich zurück. Klassiker. Nur noch einen besseren gehabt. Wir hätten unseren Spielerben, der Wintersoldat wäre. Logistiker. Ich
So, wir kriegen das aber hin. Lass uns die 16 Truppen hier nochmal rausholen. Die hier verbinden wir. Dann geht ihr erstmal hier hin und dann... Da sind drei Ritter mit drin. Also die machen schon mal super viel aus. Herzog Janos, Graf Stefan und Herzog Radislav sind hier am Start. 44 Tage. Wie lange braucht ihr hierfür noch? 38 Tage, das ist zu wenig. 5400 Mann. Säckchen, eine Katze. Ja, wir nehmen eine Hauskatze. Easy. Nice. So, wir sind 6000. Eine reizende Freunde. Ich werde den Augenblick genießen, solange ich kann. Können wir vielleicht mehr sein als Freunde? Nee, wir sollen. Wir hatten schon. Das war, ist schon anstrengend genug hier mit den Kindern. Okay. 2000, 3000. Wir sind theoretisch nicht so viel schlimmer dran. Wir müssten weitere Gemeinde bekehren. Jetzt mal hier bekehren und. Du darfst noch ein bisschen Kontrolle hier oben machen. Lass mal schauen. Mehr Truppen, Verteidigung einer Furt. Höhere Güte. Mehr Kriegsfurt-Konter. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir da 5500. Das sollte jetzt diesmal aber sowas von unser Fight sein. Wenn wir schnell genug sind. Wenn wir schnell genug sind. Jawohl, sind wir. Sehr schön. Wir starten also mit unserem kompletten Trupp gegen nur 1500 von denen. Nice, nice. Und lass die mal nach und nach hier reinkommen. Ihr habt mehr Ritter. Aber das interessiert uns nicht. Wir können trotzdem ordentlich draufhauen. Sehr schön. Sollte jetzt eigentlich genügen. Fangen genommen, nice. Herzog Wolfgang II. Von Tirol. Achso, ja. Von Tirol, also von hier. Herzog bekommen. Wir können unsere Gräfin hier nochmal einkerkern. Machen wir. Jetzt im Lurk und spielen nebenbei Software Inc. Viel Spaß. Versuche nicht wieder pleite zu gehen. Eieiei. Ich bin sicher, dass es klappt. Ich bin sicher, dass es klappt. Spielst du auf welcher Schwierigkeitsgrad? Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du, Savansky? Und womit startest du? Startest du gerade oder bist du quasi schon mittendrin? Viel Erfolg, genau, viel Erfolg. Weil, bei Software Inc. ist schon der Start echt das Wichtigste von allem. Also der macht echt so ziemlich genau alles aus. Man muss sich auch ein bisschen Zeit lassen. Finde ich immer. Meine kranke sterbliche Hülle. Was haben wir denn? Husten, Kopfschmerzen, Kehle pochend. Also wir haben ein bisschen Husten. Gelinderte Krankheitssymptome. Sehr gut. Kommen wir noch nicht drauf klar. Warum kommst du nicht drauf klar? Ehepartner, Investition in Barania. Mein Fürst, ist es mir zu Ohren gekommen, dass es eine einmalige Gelegenheit gibt, im Häuptlingstum von Barania zu investieren. Meine Ehepartnerin Svetlana beschreibt mir die Einzelheiten dieses Geschäfts und sieht für wahr so aus, als ob es Barania enorm helfen könnte, so es denn erfolgreich ist. So. Entwicklung, Kontrolle plus 15, wir verlieren Gold oder wir erhalten ja, Risiko, nehmen wir mit, 75%, Erfolgreichnis. Also auf die Klausur, ja ey, GG soll ich dazu nennen, GG, well played. Ist gefährlich, nicht mit Allmann hier reinzurennen, aber wir machen es trotzdem. Okay, klappt. So, die müssen wir ja nach Hause rennen.
Absolutes GG, ja. Ja, 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 ja. Was sind das hier? Bulgarische Katholiken. Freundschaft. Lass uns Freunde werden. Freundschaft ist auch einer der geilsten Trades, die es gibt, ne? Muss man, kann man sagen, was man will. Ich meine, klar, die hassen mich gerade alle, weil ich zu viele Herzogtümer habe. Titel können geschaffen werden. Ich kann auch Titel schaffen. Welche Titel können wir schaffen? Königreich Moldawien können wir inzwischen schaffen. Nice. Lass uns das mal gleich alles uns nochmal in Ruhe angucken nach dem Krieg. So lange kann das hier nicht mehr dauern. So lange darf es hier nicht mehr dauern. 20 Tage. Skizzy, Freunde. Freunde. Skizzy, mein Lieber. Wie geht's dir? So, 81%. Das heißt, wir rennen jetzt nochmal zusammen hier hin. Verbünden euch. Lassen 1000 Leute da. Oder 700. Lassen die weitermachen und kämpfen nochmal gegen die Bayern. Säckchen, das Geschenk. Der Blick aus zwei smaragdenen Augen folgt mir durch den Gang. Ein leises Miau ist zu hören. Als Säckchen mein Bein anspringt. Meine Katze mag zwar noch jung sein, aber sie ist dennoch wild und ungestüm. Als das Tier wegstolziert, sehe ich, dass es mir an ihrem Versteck ein funkelndes Geschenk hinterlassen hat. 2 Gold. Oh, wie süß. Ich mag unser Kätzchen. Und wir sind nicht mehr krank. Und wir werden Freunde. Und ein Komplott. Oh. Oh, okay. So. Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt hier? Irgendwie. Wir sind hier bei 81%. Das wird irgendwie nicht besser. Er kann sowieso nichts machen. Ich hoffe, das wird hierdurch jetzt mal ein bisschen besser. Ansonsten schnappen wir uns noch GEMA. Eine Affäre. Wir lassen sie wieder überwachen. Es ist der Wahnsinn, wie viele Affären die Frau haben kann. Ich hatte nur eine. Und daraus nur 5 Kinder rausbekommen. Das ist viel weniger schlimm. Brücken schlagen. Verdoppelte Anstrengung. Ich habe ehrlich gesagt nicht so Lust auf Anspannung. Das ist so ein bisschen mein Problem. Anspannung ist das Letzte, was ich gebrauchen kann. Apropos. Lass uns mal wieder ein Festmahl veranstalten. Willkommen, meine Freunde. Die Stimmung ist prächtig. Das Essen schmeckt lecker. Wir verlieren 56 Anspannung, weil wir unsere Freundschaft wiederbeleben. Nice. Jedem war klar, dass Häuptling Dobrinja zu viel getrunken hatte, doch er wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für ihn und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem Erbrochenen. Ihr solltet euch schämen. Höhere Standardsformen. Oder, ha, das war eine reife Darbietung. Kriegen wir mehr Anspannung. Und hier gewinnt er Meinung von uns. Aber ehrlich gesagt finde ich das nicht gut. Ich finde, dass wir sollten das Prestige mitnehmen. Ich hatte ja erwähnt, dass das Modul war, wo ich das ganze Semester über in den Lesungen gezockt habe und erst am späten Abend vorher angefangen habe, den Stoff zu lernen und aufzuarbeiten. Läuft bei dir. Das ist kein Wettbewerb. Das ist kein Wettbewerb. Verwirrung ist groß. Right? So viel hat Blue halt nicht, wo er hervorstechen kann. Muss er sich da halt messen. Ach, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Was soll das denn schon wieder heißen? Kriegt man einmal was nicht mit aus dem Chat, ne? So, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ja, ein bisschen was gemacht. Wir könnten überlegen, jetzt mal Richtung Verwaltung wieder zu gehen, um möglichst viel Domänen nochmal mitzukriegen. Für die nächsten paar Jährchen. Auseinandergelebt. Ne, wir geben dem Ganzen noch eine Chance. Loyalität oder Angst? Mein Gott, jetzt kommen hier aber auch die Sachen rein. Wir nehmen wieder mal den großzügigen Lehnsherrn. Dankeschön. Holy moly, hat das lang gedauert. Dankeschön. Das alles nur, damit dann eine Fraktion sagen kann, wir sind unzufrieden.
Alter, hast du viel Reich. Alter, habt ihr viel Reich. 36 Monaten. Nö, das ist nicht so schlimm. Ihr seid auch nicht so schlimm. Dalmatien braucht noch ein paar Monate. Wie bringst du 15%? Du bist alleine mit 20% Truppenstärke drin. Stark. So, jetzt müssen wir das hier wieder abgeben. Jetzt müssen wir das komplette Reich hier wieder abgeben. Wer bist du denn? Ehrlich, rachsüchtig und ruhig. Zwar nicht gerecht schüchtern. Hast du irgendwelche Geschwister, denen ich was geben kann? Neugierig gerecht. Auflustig. Ja. Zum hat sich aufgelöst. Ah, sogar die schwierige. Ein bisschen nervig gewesen wäre. So, wem geben wir das Ganze denn jetzt? Religiöser Eiferer, tapfer, ruhig, gesellig, maßvoll, zornig. Zielschaffungskosten. Ich gut. Kriegsführung brauchen wir nicht. Lass uns mal mit Verwaltung weitermachen. In der Hoffnung, dass wir hier auf 10 kommen. Kommen wir natürlich nicht. Nice. Kommen wir natürlich nicht. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie abgeben. Zeugungsunfähig. Oh, das bei dem ist, glaube ich, richtig nice. Wenn wir ihm hier das hier geben, erben wir das ja alles wieder, weil er hat ja keine Dingens. Er kann nur mir das Ganze wiedergeben. Er kann nur mir den ganzen Quatsch hier wiedergeben. Schnappt ihr mal alles. Oder? Ich glaube schon. Dadurch müssten wir in der Erbreihenfolge wenn wir uns das mal angucken, oder wo kann man das sehen? Ist hier nicht auch nochmal so ein Bildschirm dafür? Erinnerung, Tod. Ah, hier, Haupterbe. Wir sind quasi auch direkt der Haupterbe. Und da er zeugungsunfähig ist, ist das für uns ziemlich nice. Weil er gibt uns das in jedem Fall später wieder zurück. Graf Marktwald, können wir dir auch einfach deinen Titel nehmen? Unsere Trauer vereint uns, okay. Lösegeld fordern, feindselig. Bist du denn? Ach, du bist hier, hier drüben, Falkenstein. Du bist hier von Falkenstein, ja, dann kannst du raus. Das ist fein. So, Militär kommt noch wieder. Sehr gutes. Wie geht's denn meinem Sohnemann hier? 46 Gold, das ist ganz schön wenig. Hab mal mehr Gold hier, junger Mann. 8 von 8, Alter. Der hat's aber auch echt nicht schlecht hier. Dann kommen wir auf 23. Gold wird überbewertet. So. Yep, komm mal nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, ihm können wir gerade keinen Krieg erklären. Ihm hier könnten wir einen Krieg erklären. Und sagen, gib uns mal dein Herzogtum. Wer wird denn mitmachen? Hier unten einer und der hier oben. Ja, wir sind ganz schön weit im Osten inzwischen, ne? Schon crazy. So, ansonsten, was macht Bayern? Das Ding ist, ich möchte eventuell nochmal, bevor ich jetzt nochmal in den Krieg ziehe, beziehungsweise bevor ich die feudale Lebensart annehme, so rum, möchte ich ja im Zweifel nochmal möglichst viel nochmal mitnehmen. Zanz, ja, so schlimm bin ich jetzt auch nicht verrückt hier. So verrückt bin ich dann auch wieder nicht. Große Meeren können wir auch nicht. Böhmen. Könnten uns das Königreich Böhmen einfach snacken? Das wäre auch wild. Das ist
reicht. Das lohnt sich halt auch nicht. Ne? Er hat auch ohne Ende Verbündete, sehe ich gerade. Das lassen wir sein. Was mit Bayern? Wie viele Verbündete habt ihr? Keine. Könnten uns aber hier Österreich noch snacken. Oder Krain oder Salzburg oder Tirol oder Bayern selber. Nordgau, Augsburg. Ist ja nicht Kärnten, wäre schon wie geil. Oder wir nehmen uns hier den südlichen Zipfel und haben dann eine Verbindung zu Italien. Unser Ziel ist ja langfristig eigentlich das hier, ne? Also macht das Sinn, finde ich. Hol dir Salzburg. Salzburg. Das ist auch mittendrin, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Detroit Eis. Man weiß es nicht. Ach Gott, schwierig. Namen vorlesen. Immer eine Sache. Das Ding ist, wir hatten überlegt, ob wir Rom und das Pontifikat uns holen wollen, langfristig. Das ist natürlich ganz nice, wenn wir eine Landverbindung hier schön hätten und uns hier nach und nach einfach durchfressen würden. Ich meine, Krain, das sind hier zwei kleine mickrige Grafschaften. Wenn wir uns Salzburg holen, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Grafschaften. Das ist natürlich nochmal, das ist nochmal deutlich stärker natürlich. Österreich 1, 2, 3, 4, 5 auch. Ne, 6 sogar. Österreich wird noch krass. Mit Österreich würden wir die Bayern halt so sehr schwächen, dass wir dann beim nächsten Mal halt easy hier durch können, ne? Lass uns Bayern nehmen, also Österreich, Herzogtum Österreich. Finde ich gut. Einfach schon instant bei plus 10%. Warum? Wir haben einen Gefangenen oder was? Ach, weil wir haben ein Erbe gefangen. Geil. Na, sicher.